Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem blakos.de YouTube-Kanal. Mein Name ist Tom und heute dreht sich alles um die Prozentrechnung. Eine Sache, die wahrscheinlich nicht jedem liegt und wahrscheinlich auch nicht jedem in der Schule gefallen hat. Ich finde es aber wirklich ziemlich einfach gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Keine Ahnung, wie der Test jetzt ausschaut. Ihr könnt das Ganze, also die ganze Website, könnt ihr natürlich auch auf prozentrechnung.plakos.de finden. Der Link ist unter der Videobeschreibung direkt der erste Link. Klickt da gerne mal drauf. Und Plakos bietet da natürlich wieder mal mehrere Möglichkeiten, auch sich in Online-Karrieretrainings für einen schmalen Taler für wenig Geld wirklich einzutragen, wo ihr für solche Sachen noch viel mehr Aufgaben bekommt. Und ja, schaut da gern vorbei. Wir gucken uns heute diese Seite an. Wie gesagt, prozentrechnung.plakos.de. Schaut da gern vorbei. Natürlich fängt das Ganze wieder an mit dem Test. Da gucken wir gleich mal kurz drüber. Hier wird die Prozentrechnung an sich nochmal ganz kurz erklärt. Das Grundwissen zur Prozentrechnung richtig stark aufgegliedert. Jetzt wird es schwierig. Grundwert, Prozentwert und Prozentsatz. Fragt mich nicht, Leute. Ich habe hier gar keine Ahnung mehr. Ich schaue einfach mal, wie das mit meinem Allgemeinwissen noch ausschaut. Ich finde es wirklich stark, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es alles so unfassbar stark aufgelöst ist. Selbst für Leute, die Abi machen und so weiter und so fort, lohnt sich das wirklich, nochmal reinzuschauen in diese ganzen Verhältnisse, in die ganzen Sätze. Und ja, es ist wirklich stark gemacht. Ihr habt hier natürlich auch nochmal ein kleines Video zum Thema Prozentrechnung. Ihr habt hier den Dreisatz, eignet sich sehr gut. Da habt ihr den, sehr cool, da habt ihr den Command, den Befehl, dass ihr auf die Seite kommt, die ich euch das letzte Mal vorgestellt habe, sprich im letzten Video zum Thema Dreisatz. Könnt ihr auch gerne mal auf Plakos vorbeischauen, da gibt es ein Video zum Thema Dreisatz, auch sehr, sehr cool gewesen, hat mir viel Spaß gemacht. Und ja, unten drunter natürlich auch sehr, sehr viele Sachen wieder, was mit dem Thema Prozentrechnung eventuell auch noch verbunden werden kann. Sehr, sehr stark gemacht. Wir gucken uns jetzt mal diesen ganzen Test an. Wir sind bei 153.000 Aufrufen und sehr, sehr vielen positiven Bewertungen. Sehr, sehr cool. Gib bitte folgenden Bruch in Prozent an. Okay. Machen wir mal. Gib bitte folgenden Bruch in Prozent an. Ein Achtel. Jetzt wird es schon wieder komplizierter. Das dürften aber in etwa 8% sein. Nein, dürften es nicht. Es müsste ein bisschen mehr sein, weil ein Zehntel sind 10% und ein Achtel ist ein bisschen mehr. Also dürften es entweder 14 oder 12,5 sein. Es ist natürlich die Frage, ob ich 14 mal 8 mal 8? 4 mal 8? Eigentlich nicht. Ich würde mal sagen, es sind 12,5. Das war richtig. Okay. Ich versuche das gerade mit logischem Denken zu machen, weil ich gerade so überlegt habe, wo komme ich denn auf eine 100? immer ganz, ganz interessant. Ich kann euch das hier mal ganz kurz zeigen. Wie drückt man das Verhältnis 4 von 80 in Prozent aus? Könnt ihr runterbrechen? Ihr könnt hier schauen, was der kleinste gemeinsame Nenner ist. Beziehungsweise 4 von 8 ist das gleiche wie 1 von, müsst ihr durch 4 rechnen, sozusagen, 20. Das sind dann 2 von 40 und somit 4 von 80. Also 1 Zwanzigstel ist das gleiche wie 4 Achtzigstel sozusagen. Das kam ja auch in der Schule dran, dass ihr das beliebig immer wieder multiplizieren könnt. Sowohl Nenner als auch Zähler müsst ihr dann mit dem gleichen Faktor multiplizieren. Und somit kommt ihr auf 1 Zwanzigstel. Und 1 Zwanzigstel ist nichts anderes wie 5 Einhundertstel. Und 5 Einhundertstel ist nichts anderes wie 5%. Also es ist, ohne jetzt groß hier irgendwelche mathematischen Sachen aufzuhaben, ich habe ja auch nichts vor mir liegen, gerade zum allerersten Mal die Aufgaben gesehen, ist es gar nicht so schwierig, hier eine richtige Lösung zu finden. Aber man muss halt da durchsteigen und gucken, wie man das jetzt so richtig macht. Wie viel Prozent sind 16 32stel? Müsst ihr wieder gucken, wo der gemeinsame Nenner ist. Wenn ihr beides durch 16 teilen könnt, könnt ihr das am besten machen. Ihr müsst den größtmöglichen Faktor sozusagen suchen, durch den ihr das teilen könnt. Und der ist in dem Fall 16 und dann kommt ihr auf 1,5. Und 1,5 sind nichts anderes wie 50%. Von den 32 Schülern haben 3 Schüler je eine 1 geschrieben. Und weitere 5 haben die Note 2. Die anderen waren bei einer 3 oder schlechter. Wie viel Prozent der Schüler waren besser als eine 3? Bedeutet, die 3 Schüler auf jeden Fall. Und weitere 5 Schüler haben eine 2 geschrieben, der Rest war eine 3. Das heißt, es waren 6 Schüler, die besser als eine 3 waren, sozusagen. Und 6 Schüler ist natürlich mal wieder ganz cool, dass ich das einigermaßen so hinhaut. Ihr habt jetzt 6 32stel sozusagen und müsst dann da irgendwie einen Mehrwert rausfinden. Ihr könnt das so machen, indem ihr sagt, okay,
Also so würde ich das jetzt machen, wenn ich so ein Multiple-Choice-Ding habe, ne? So würde ich das einfach machen. Ich würde gucken, ich habe 6 Schüler und 6 ist gleich 1. 12 wäre dann das Zweifache und 24 das Vierfache. Und dann sind 30 das Fünffache. Logisch, weil 5 mal 6 30 ist. Somit sind wir beim Fünffachen. Und Fünffache bedeutet ungefähr 20%. Es sind ein bisschen mehr als 20%. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass es 25% sind. Ich könnte es mir vorstellen. Aber das kann eigentlich nicht sein. Jetzt könnte ich gerade einen Fehler haben. Ich habe 6 von 32. Das heißt, ich habe über 20%. Aber was mache ich mit den Zweien? Habe ich irgendwas falsch gelesen? 3 Schüler haben eine 1. Oh mein Gott. Seht ihr, Leute, schon geht's los. Ich habe mit der 1 gerechnet. 3 Schüler haben eine 1 und 5. Das heißt, wir sind bei 8. Oh mein Gott. Jetzt ergibt das nämlich auch Sinn. Weil 8 mal 4 32 ist zufälligerweise. Und ein Viertel, also kannst du dann 100 Viertel, so, ihr wisst schon Bescheid. Mal 4 bedeutet ein Viertel. Mal 5 werden 20%, weil ihr durch... Ihr wisst schon Bescheid, Leute. So, ein Viertel sind 25%. Okay, gut. Puh, jetzt habe ich mich gerade um Kopf und Kragen gerechnet, ne? So, aber ihr müsst bei solchen Sachen wirklich aufpassen. Richtig lesen und dann kommt ihr hier relativ schnell durch. Ich versuche jetzt einfach mal die Sachen wieder anzuklicken. Das Ende ist auf jeden Fall so, dass ihr hier wieder ganz, ganz einfach an einem... Ja, wie soll ich sagen? Ihr kommt hier ganz, ganz einfach wieder an einem Testergebnis ran, was euch wahrscheinlich wieder einen Einblick geben könnte, wie gut ihr wart. 43% jetzt zufällig von 66% Durchschnitt. Ist es nicht gut, aber wir steigern uns langsam. Merkt ihr das? Wir waren letztens erst bei 37%. Sehr, sehr gut. Nichtsdestotrotz, probiert das gerne mal aus. Es ist wirklich stark gemacht. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Schaut gern weiter auf dem blakos.de YouTube-Kanal weiter vorbei. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ihr hört mich da auch noch ein paar Mal. Und tut mir bitte den Gefallen, lasst ein kostenloses Abo da, wenn euch solche Sachen interessieren und wenn euch sowas momentan wirklich wichtig erscheint. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin und tschüss.